Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. So, wir versuchen mal wieder unser Glück und bauen hier weiter unser Lager. Da haben wir noch viel vor uns, um ehrlich zu sein. Ich habe wieder nicht nachgeguckt, wie viele Steine man dann endgültig braucht. Wie viele Kisten wir brauchen am Schluss. Natürlich auch wieder dämlich, dass ich das wieder nicht nachgeguckt habe. Na, es tut da schon fast weh, so oft wie ich das vergesse. Eieiei, so. Ach ja, Ziegel muss ich ja, Lehm muss ich ja auch noch irgendwie organisieren. Dass ich hier noch ein paar Ziegel machen kann. So, hier nochmal, so. Habe ich da nochmal 32 von. Dann muss ich auf Lehmtour gehen, so wie es aussieht. Auf Lehmtour. Ein paar Ziegel habe ich ja noch. Aber jetzt auch nicht mehr mords viele. Zwei Dinger noch. Zwei Stacks noch Lehm. Die brate ich auch noch schnell weg. Vielleicht kriege ich ja den Boden hier noch irgendwo fertig. Wäre doch irgendwo nicht so schlecht. So, rein damit. Und rein damit. Dann passt es schon mal so weit. Dann haben wir da wieder nachgeheizt und nachgelegt. Achso. Ich dürfte mir natürlich auch Steine für machen. Wenn ich schon hier den Ziegel hier rauskachel. So, genau so muss das aussehen. Ja, geht ja doch. Ein paar haben wir noch. So, zwei Ziegel bleiben übrig. Ist ja schön, dass wieder zwei übrig bleiben. Na komm, geh durch die Tür. Vielleicht reicht es ja jetzt für den Boden. Glaube ich zwar jetzt weniger, dass jetzt 64 reichen würden, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Das weiß man doch. So, wo war hier nochmal der Eingang? Ich glaube hier einmal rum. Ja, genau, hier einmal rum. So sieht's aus. So und nicht anders. Ja, sieht schon schick aus fürs Erste. Müssen wir natürlich noch viel machen. Die Kisten könnte ich dann schon mal anbringen. Dass wir die zumindest schon mal hier haben. Dass wir das schon mal im Gesamtbildnis hier unten sehen. Höchstwahrscheinlich werde ich auch noch mal runtergehen dürfen. Oder in die Nether gehen dürfen. Und dort noch ein bisschen Unfug treiben. Dass ich hier noch ein paar Steine zusammenbringe, weil ich glaube, in Minecraft sind doch ein Haufen Steine schon mittlerweile unterwegs. Dass man hier natürlich, ja, wie soll man sagen, doch ein bisschen mehr Kisten brauchen, als ich jetzt zu Anfang angenommen hätte. Aber das kriegen wir schon, das kriegen wir schon. Gehe ich jetzt mal fest davon aus. Viel haben wir nicht herin von dem Zeug. So, dann mache ich jetzt mal die Kisten ran, oder? Dann mache ich mal ein paar Kisten. Ein paar mehr vielleicht. Weil an die... Ja, keine Ahnung. Machen wir mal 32 Kisten. Das dürfte mal fürs Erste reichen. Wie lange das halt reicht, ist halt wieder die Frage. Also, ist natürlich klar. So, hier noch... Ne, hier. So, dann können wir auch alle öffnen. So, dann kommt hier natürlich noch eine Reihe hin. Und zwar nicht, dass wir hier irgendwas verkehrt machen. So. Soll ja schon alles hübsch gleich aussehen. Eigentlich müsste ich echt googeln, wie viele verschiedene Sachen es gibt in Minecraft. Weil dann würde ich mich auch ein bisschen leichter tun, auch mit den Kisten. Wie viel das ich jetzt genau brauche und wie viel nicht. So, habe ich die jetzt richtig platziert? Ja, habe ich. Hab ich, das ist doch toll. So, meine Kisten sind hier schon wieder erledigt. Ist ja toll. Ah, oh, da wird ein Haufen Holz drauf gehen. Ah, da wären noch 6 Kisten drin. Die nehmen wir auch gleich mal mit. Nicht, dass wir hier gleich wieder vor der Ebbe stehen. Aber so schnell kann man die Kisten hier verheizen. Muss man schon... so sagen, dass das schon am Verheizen grenzt. So, eine noch, dann haben wir wieder eine gerade Anzahl. Und schaut das schon wieder um einiges besser aus. So, zack, zack. Zack. Dann brauche ich noch eine Kiste für Holzstämme und, ah, keine Ahnung. Es wird schon eine Sisyphus-Arbeit, verfluchte Axt. Ich brauche die Axt, weil ich hier schon wieder Scheiße baue. So. Bisschen was kriegen wir hier schon zusammen. So, Schilder brauchen wir natürlich auch etlich viele. Oh, oh, oh.
Natürlich blöd. Ey, ja, gehen wir nochmal hoch, holen wir uns neues Holz, aber dann nicht zu knapp. Natürlich brauchen wir da einiges jetzt. Sehr einiges. Das Lied ist mir zu leise. Machen wir mal ein bisschen lauter Musik rein. Ihr wollt ja was hören davon, oder? Nicht nur mich. Ist ja sonst irgendwo fade, wenn ihr nur mich hört. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ich weiß ja nicht, wie es euch gefällt, so. Ob euch das so eher passt oder eher anders. Die backen noch vor sich hin, die ganzen Dinger hier. So, Holz. Eichenholzbretter. Ah, Fichtenholz, scheiße. Eichenholz. Eichenholz haben wir hier noch. Jetzt wird's mau. Jetzt wird's echt mau. Wenn hier... Fuck. Fuck. Im doppelten Sinn. Ich habe hier schon wieder kein Holz mehr. Nein. Aber für Truhen ist es eigentlich fast egal, welches das ich nehme. Deswegen nehme ich mal alles mit, was ich habe. Weil da wird noch einiges an Zeug drauf gehen. Wenn wir hier... Ja, das Zeug nicht haben. Oder... Einfach... Na, komme ich jetzt auf den Satz, den ich bilden will? Das ist ja schlimm hier. Bald müssen wir eh wieder eine Runde Holz hacken gehen, so wie es aussieht. Aber das kriegen wir dann schon. So, noch ein paar Stacks hier. So, kann man hier auch munter mischen. Das wäre natürlich endgenial. Weil effektiv ist ja alles Holz. Am Ende werde ich gar kein Holz mehr haben. Nee, kann man, das ist super. So, dann packe ich erstmal die Kisten dorthin, wo sie hingehören. Und zwar an die Mauer. An die Mauern. Fertig, los. Aber ich glaube fast, dass die Kisten dann alle reichen werden. Es kann ja nicht sein, dass ich hier so viel Zeug dann hätte. Einmal hier dann... Das ist ja schon krass, muss man sagen. Muss man halt da mal durchgehen, was man alles so in Minecraft kriegen kann und sich besorgen kann, muss man sagen. Weil, um ehrlich zu sein, da ist schon einiges dabei. Muss ich mal gucken, was es da alles so gibt. Die Grundsachen weiß ich ja. Und ja... Dann können wir ja schon mal anfangen, hier ran zu friemeln, was wir hier so alles hätten oder was es alles so gibt. Ich will wirklich für jeden Gegenstand eine eigene Kiste haben. Natürlich schön unterteilt und so, dass man hier nicht zu lange suchen muss, wo jetzt was ist. Dass ich jetzt nicht Essen und Holzsachen total misch, ist klar. Wäre ja sonst irgendwo blöd. So, die habe ich freigelassen, die Wand, oder? Ja, die habe ich freigelassen. Dann kann ich ja die wieder voll machen. Ja, soll schon ein einheitliches Bild hier ergeben. Aber hier kommt schon viel her. Wow, leck mich am Arsch. So, hier haben wir noch ein 64er Stack Holz. Dann muss ich mir hier noch Holz rausklöppeln. So, hilft ja nicht. Auch wenn wir hier nur so halbe Stacks haben. Eieiei. Ich werde definitiv dann Holz hacken gehen dürfen. Natürlich dann auch schön zu wissen. So, 32 Kisten sind es nochmal geworden, aber dann ist auch schon wieder das Holz am Ende. Eieiei. Jetzt bin ich noch nicht mal die Hälfte durch hier. Also hier auch wirklich das Lagerlogistikzentrum. Muss man aber schon sagen, weil ein normales Lager ist das schon nicht mehr. Was wir hier jetzt alles herbauen. Und es ist wirklich groß, um ehrlich zu sein. Man will hier schon eine gewisse Ordnung herin haben. Und da habe ich Bock drauf. Auf die ganze Ding. So, hier habe ich freigelassen. Dann kommen hier noch die Kisten her. Und dann kommt hier noch eine Kiste. Kommen die Kisten noch her. Aber mit Holz sieht schlecht aus gerade. Hier ist ja auch nichts mehr drin. Oh, oh, oh. Au, 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 au. Ja, voll doof. Naja.
Hilft ja nicht. Müssen wir durch, müssen wir durch. Das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Also ein bisschen Holz hacken, Rohstoff sammeln ist ja sowas Essentielles. Deswegen müssen wir da halt auch mal losgehen. Da ist nichts drin. Da ist die Kohle ausgegangen. Man glaubt es nicht. Man ist nur verwundert. Jetzt gucke ich nochmal hier in die Kisten, ob ich noch irgendwo ein bisschen Holz habe. Ein bisschen was an Holz. Hier haben wir noch ein bisschen was. Da haben wir noch Holz. Da haben wir Holz. Aber dann ist es auch schon hübsch vorbei. Ich würde jetzt kein Holz mehr sehen. Naja, naja. Muss ich dann mal gucken. Muss ich dann echt mal gucken. Und ins Bett muss ich natürlich auch schon wieder gehen, weil es schon wieder dunkel wird. Das ist natürlich auch immer toll, wenn es dann dauernd dunkel wird. Oh Mann, und hier wird gehämmert ohne Ende. Hör mal, wer da hämmert. Ich hoffe, ihr hört es nicht zu stark. Weil mir sind da dauernd Staff-Aufnahme von gestern schon passiert, dass das Fenster zugeflogen ist. Und das natürlich lautstark in der Aufnahme zu hören ist. Falls ein Hämmern zu vernehmen ist, nicht an der Soundqualität zweifeln, sondern einfach nur, ja, scheiße gelaufen. Muss man so sagen. So. Zack. Tropenholz, Bretter. So, hier schön zusammenstecken. So, hier haben wir noch Holz. So, immer schön aufteilen, dass das auch was wird. Lieber haben wir ein paar zu viele Kisten als zu wenige. Ist natürlich selbstverständlich. Aber ich müsste echt nachgucken. Ah, komm. Und dann sind das zwei verschiedene Holzsorten. Na super. So, für Schilder brauchen wir dann natürlich auch Holz. Eieiei. Dass wir hier nicht alles an Holz brauchen, das ist schon nicht mehr feierlich. So, zack, 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 zack. So sieht es dann im Grunde aus. Hier in der Mitte kriege ich ja keine rein. Blöderweise, aber hilft ja nicht. Sieht so auch relativ lässig aus, würde ich sagen. Kann man schon anbieten. Habe ich schon schlechtere Sachen gesehen. Oh, natürlich muss ich mir um die Ausleuchtung auch kümmern. Bin ja da die Leuchte vom Dienst. So, hier nochmal zwei. Man will ja doch ein bisschen Licht hier haben. So, natürlich bringe ich hier überall zwei an. Soll ja schick aussehen. Immer nur an den Steinen hier. So, hier nochmal zwei. Zack, zack. Ja, so wird's schon mit der Ausleuchtung. So, hier bringe ich zwei an. Hier ebenso. Dann haben wir hier mal einen anderen Flair. Und nicht immer nur so einzelne Beleuchtungen, die vielleicht nicht so gut aussehen, so wie die hier gerade. Naja, man muss ein bisschen viel Kreativität schon mitbringen bei dem Spiel, so ist ja nicht. Weil sonst wird es hier ziemlich schnell ziemlich langweilig, wenn man hier immer dasselbe baut natürlich. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. So, hier kommen auch noch Fackeln dran. Jetzt bauen wir hier ein bisschen fackelintensiver. Lieber gut ausgeleuchtet, als dann im Speerfeuer von Creepern zu stehen. Ist immer so eine kleine Aufgabe für einen, der wie ein Haus baut. Dass das auch Creeper sicher ist. Aber Creeper sicher ist immer so relativ. Die kommen immer gern mal irgendwie reingeschneit. So, hier nochmal und hier. So, wie viele Sachen wird es wohl geben? Wo ist jetzt die Fackel hin? Ach, da habe ich noch welche. Cool. Coole Sache. Wir haben noch Fackeln. Da müssen wir nicht gleich wieder nachproduzieren. Ist ja geil. So, und es reicht. Wir haben jetzt genügend Fackeln hier rangebracht. So, hier muss ich noch eine Reihe drauf bauen. Und für das brauche ich schon mal Fichtenholz. Na gut, die Netherziegel könnte ich hier schon mal verballern. So, die Truhe packe ich hier mal fürs Erste hier rein.
Da sind sie gut aufgehoben, da klaut sie keiner, da stören sie nicht. Und komisch, dass ich momentan jedes Mal, wenn ich aufnehme, und zwar Minecraft, Hunger bekomme.